Aus Lego entstehen Welten. Mit genug Steinchen kann man alles bauen. Doch die Klötzchen sind bei den Kids nicht mehr der Renner. Das neue Kultspielzeug von Lego heißt Bionicles. Roboterähnliche Figuren. Für den Spielzeugriesen ein Umsatzgigant. Alle 10 Sekunden kauft ein Kind ein Bionicle und taucht damit in eine Fantasiewelt ein, in der Gut gegen Böse kämpft. Wenn du selbst hinabtauchst. Jedes Jahr schaffen die Lego-Designer eine neue Generation der Bionicles. Die neuen Figuren bleiben ein Jahr lang geheim. Das Entwicklungsteam führt Tests mit Kindern durch, um zu wissen, wie die neuesten Modelle ankommen werden. Ob ihre Fähigkeiten und Waffen gut genug sind für spannende Spiele gegen das Böse. Die Figuren haben übermenschliche Kräfte. Ihre Geschichte bei Lego beginnt Ende der 90er Jahre. Der Konzern wollte weg vom alten Steinchen-Image. Von Anfang an waren die Bionicle-Figuren bei Lego Chefsache. Mats Nipper verantwortet die weltweiten Neuentwicklungen. Zu Anfang hatte er seine Zweifel. Der Designer stellte einfach nur ein Modell auf den Tisch und sagte, da ist es. Und ich, was ist da? Und er meinte, genau diese Figur, die sei es. Und wir sagten, okay, das ist es also. Und das bedeutete, dass dieser rote Thor der allererste Bionicle war. Und allein der verkaufte sich mehr als 3 Millionen Mal im ersten Jahr. Noch nie hat sich ein Chefdesigner bei der Entwicklung einer neuen Bionicle-Generation zuschauen lassen. Wenn Christopher Rauendahl die ersten Entwürfe auf das Papier bringt, hütet der Spielzeugkonzern seine Arbeit fast wie ein militärisches Geheimnis. Zu groß ist die Gefahr, dass andere Hersteller seine Ideen klauen. Die Aufgabe für den Chefdesigner ist gewaltig. Für die Bionicle-Welten haben die Dänen zur Produktergänzung schon 3 Spielfilme in Hollywood produzieren lassen. Die Zwitter aus Monster und Maschine haben inzwischen fast jedes Kinderzimmer erobert. Vor 1,5 Jahren beginnt Christopher Rauendahl nach den Zeichnungen die ersten Modelle zu formen. Er ist der Kopf eines Teams aus fast 20 Designern, die nur für Bionicles zuständig sind. We have some dentist tools just to, Um mit Ton zu arbeiten, haben wir ein paar Werkzeuge aus der Zahnmedizin. Tatsächlich können wir hier so lange sitzen und den Ton mit der Hand formen, bis wir am Ende genau die Figur haben, die wir uns vorgestellt hatten. Aber das kann Stunden dauern. In dieser Ideenschmiede herrscht strengste Geheimhaltung. Die Designer können in der ersten Phase machen, was sie wollen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sie arbeiten nicht nur mit Ton. Ihnen stehen auch die modernsten digitalen Designwerkzeuge zur Verfügung. Und langsam kristallisiert sich aus den verschiedensten Entwürfen eine gemeinsame Idee heraus. Die Bionicles sind noch nie geflogen. Die Kinder sollen jetzt mit ihnen rumrennen und sie zum Fliegen bringen. Diese Anregung haben wir ihnen bisher nicht gegeben. Das Team entwickelt Modelle mit Flügeln und Düsen. Diese Figuren müssen getestet werden. Vor einem Jahr baut Christopher in Hamburg seine Modelle für den ersten Härtetest auf. Zum allerersten Mal sehen Kinder die Prototypen. Wir schauen zuerst die Produkte an. Das gab es noch nie zu sehen. Deshalb ist das hier jetzt außergewöhnlich wichtig. Es geht besonders um die Masken und Waffen der neuen Figuren. Überwachungskameras werden jede Reaktion der Kinder aufzeichnen. Im Raum sind jetzt nur eine Kinderpsychologin und immer 6 Kinder allein. Am besten hier so durch. Es sind alles Jungs. Hardcore-User im Fachjargon. Kids, die mehrere Figuren aus vorherigen Generationen besitzen. Das Entwicklungsteam um Christopher versteckt hinter einem halbdurchsichtigen Spiegel. Was passiert, wenn die Kinder die Figuren ablehnen? Dem Team darf keine Reaktion, keine Äußerung der Kinder entgehen. Deshalb bekommt Christopher jedes Wort im Raum ins Englische übersetzt. Aber wenn euch das nicht so gut gefällt, dann ist es auch ganz wichtig, dass ihr uns das erzählt. Noch haben die Kids keine der neuen Figuren gesehen. Unter Tüchern sind sie verborgen. Der wichtigste Moment ist für Christopher die allererste Reaktion der Kinder, wenn sie die neuen Modelle sehen.
Gut, am besten kommt ihr hier, setzt euch hier vorne hin, dann könnt ihr das gleich am besten sehen. Okay, sagt einfach laut, was euch dazu durch den Kopf geht, wenn ihr das so seht. Er hatte alles erwartet, nur nicht diese verhaltene Stille. Es ist hart, wenn sie es nicht mögen. Natürlich. Wir stecken eine Menge Arbeit hinein und natürlich sind in dem Prozess auch viele Emotionen dabei. Darum ist es natürlich schon hart, wenn sie es nicht mögen. Ja, vielleicht nochmal an euch anderen. Was sind das hier für Gestalten? Die Psychologin tastet sich Schritt für Schritt, Wort für Wort an das Urteil der Kinder heran. Am Anfang will sie wissen, was die Kids in den neuen Figuren entdecken. Ja, sieht er aus wie ein Hai. Wie ein Hai? Das sieht aus wie eine Pflanze. Ja, Frösche, Haie, Pflanzen und lustig. All das sind Beschreibungen, mit denen Christopher nicht gerechnet hat, mit denen das Entwicklungsteam nicht leben kann. Nummer 4 sieht aus wie Winnie Meyer. Ja, und Nummer 2 sieht auch ein bisschen so. Hm? Passt das eigentlich zu deiner Liebe? Passt das zu deiner Liebe? Insekten? Nicht so richtig. Noch gut eine Stunde erfragt die Psychologin das Urteil über die neuen Details an den Figuren. Christopher findet so kurz danach noch keine Worte. Aber für die Lego-Forschungsleiterin Pia Anderson ist das Ergebnis eindeutig. Ich empfehle, dass das Designer-Team nur wenige Ansätze aus der Insektenwelt beibehält. Die Masken sollten weniger organisch wirken. Insgesamt müssen sie die Figuren wieder mehr wie Roboter aussehen lassen. Christopher liegt zu weit von den Erwartungen der Kinder entfernt. Aber in einem Punkt hat er sie voll getroffen. Sonst gab es ja früher nur Schwerter und jetzt gibt es auch so richtige Pumpen und so. Das ist gut, jetzt können sie auch so richtig schießen, nämlich früher konnten sie kaum sich bewegen und so haben sie immer nur so gemacht oder sowas. Und jetzt können sie auch so, bam, bam. Die Spielfilmwelt der Bionicles ist voller Kampf und Krieg. Jetzt ballern auch die Figuren. Viele finden es zu gewalttätig. Aber Gewalt ist doch ein wichtiger Bestandteil in der Art, wie Kinder spielen. Und dies hier findet in einer abstrakten Fantasiewelt statt. Wir halten es für wirklich gutes Lego-Spiel. Die altgewohnten Klötzchen, die den Konzern in über 50 Jahren groß gemacht haben, spielen in der neuen Generation keine Rolle mehr. Hier in der Zentrale im dänischen Billund hängt von der Entwicklung einer neuen Modellreihe der Bionicles fast ein Sechstel des Umsatzes ab. Für Mats Nipper ist das auch ein Spiel um Kopf und Kragen. Und die Ergebnisse des Deutschlandtests sind auch für ihn überlebenswichtig. Auch Christopher spürt den Druck im Nacken und hat die Ergebnisse schon zu einem Teil umgesetzt. Dies hier ist das Modell, das wir zu dem Test nach Deutschland mitgenommen haben. Daran haben wir in letzter Zeit gearbeitet und einige Korrekturen daran vorgenommen. Und das hier ist das weiterentwickelte Modell. Der Kopf und das Brustschild der alten Figuren waren aus Ton geformt. Besonders die Formen um die Augen wirken zu sehr wie der Kopf eines natürlichen Insekts. Der neue Kopf ist aus Plastik und bietet viel mehr Raum für die Fantasie. Die Richtung der Prototypen ist nun klar. Die Entwürfe werden ohne Umweg über weitere Tonmodelle auf einem dreidimensionalen Drucker hergestellt. Im nächsten Schritt müssen die Spielzeughändler von dem neuen Produkt überzeugt werden. Es darf nicht noch einmal passieren, dass der Eindruck entsteht, die neuen Bionicles seien bloß komische Insekten. Of course we don't want. Natürlich finden wir es nicht gut, wenn wir einen Test durchführen und die Kinder würden sagen, die Bionicles sehen aus wie Biene Maya. Klar, dann haben wir ein Problem. Wir können den Unterschied aber jetzt vergleichen. Dieser Kopf hat eine sehr organische Form und wirkt daher auch sehr realistisch. Wenn du dir dagegen diesen Kopf ansiehst, ist es offensichtlich, dass er aus Plastik ist. Und damit wirkt er auch viel weniger echt als der andere. Die Veränderungen an Formen und Farben korrigieren den ersten Eindruck. Diese Gestalten sollen keine Gedanken mehr an unangenehme Bienenstiche aufkommen lassen.
Mit diesen Korrekturen haben Christopher und seine Modelle nun die zweite harte Bewährungsprobe vor sich. Vor 9 Monaten betritt Christopher einen der heiligsten Räume in der Lego-Zentrale. Der Konzern hat die wichtigsten Händler des deutschen Spielwarenmarktes nach Dänemark gebeten. Nur wenn ihr Urteil positiv ist, wird die neue Generation überhaupt auf den Markt kommen. Noch einmal steht alles auf dem Prüfstand. Klar kann ich mir vorstellen, dass jetzt in der 7. Bionicle-Generation die Fragen kommen, ob wir uns genügend erneuern oder zu sehr dem Alten verhaftet bleiben. Oder das Gegenteil, dass gesagt wird, das ist zu neu, das ist eine zu dramatische Entwicklung. Und das sind ernste Fragen, denen wir uns stellen müssen. Die Modelle bedürfen einer Erklärung. Kein Händler gibt sich allein mit dem Anblick und der Information zufrieden, sie könnten jetzt fliegen. Christopher kämpft um seine Modelle. Dies ist einer der bösen Jungs und man kann erkennen, dass der Kopf ein bisschen wie eine Ameise aussieht, aber eben immer noch abstrakt. Hier sind die Flügel, die auch beweglich sind, aber es sind nur die vorläufigen Waffen. Wir sind immer noch dabei, sie weiterzuentwickeln. Ohne die Zustimmung der Händler würde der Konzern die Figuren nicht auf den Markt bringen. Aber für weitere Anregungen ist die Zeit vor der Markteinführung zu kurz. Vielleicht, dass der ein oder andere Blinkelement noch enthalten ist, dass ein paar LEDs noch dazukommen, dass da also in der Dunkelheit auch noch etwas lebt, etwas bebt. Stimmen machen die Kinder selber. Aber da ein paar elektronische Elemente, das wäre auch eine feine Sache. Und ich glaube, da würde das Kind auch vielleicht von der Mutter oder vom Vater noch 5 € mehr bekommen. Die einzelne Figur wird knapp 10 € kosten. Bis jetzt steckt 1 Jahr Entwicklungsarbeit darin. Manchmal sind die Designer aber auch zu sehr in die gefährliche Welt versunken. Also zum Beispiel die Stacheln hier. Wenn diese noch spitzer wären, als sie hier sind, also das könnten wir natürlich nicht machen. Wir müssen das Spielzeug für die Kinder sicher gestalten, sodass sie sich nicht daran verletzen können. Hier ist noch so ein Element. Es muss flexibel sein. Es muss sich biegen und darf auf keinen Fall brechen. Das Einzige, was die neuen Bionicle-Figuren mit den guten alten Lego-Steinen noch gemeinsam haben, sie entstehen aus dem gleichen Granulat. Wenn neue Formen gespritzt werden, darf kaum jemand die Hallen betreten. Wolf-Rüdiger Töpfer arbeitet seit 20 Jahren in den dänischen Produktionshallen. Er hat die Technik mit zur Perfektion entwickelt. 5 Tage lang läuft jedes einzelne Teil in den Spritzgussmaschinen zur Probe. Wenn die metallene Form einmal perfekt eingestellt ist, spuckt sie alle paar Sekunden neue fertige Teile aus. Rund um die Uhr. Wenige Wochen bevor die neue Generation der Bionicles an die Händler ausgeliefert wird, dürfen keine Pannen mehr passieren. Auch wenn die Elemente immer komplizierter werden. Dann habe ich eine Kreuzachsel. Nicht, dass ich einfach die Achsel reinschiebe und die dann so durchfällt. Die muss einen gewissen Widerstand haben. Die Produktion der Bionicles läuft auf Hochtouren. Manchmal ist es bis zum letzten Moment nicht klar, ob ein Teil wirklich so hergestellt werden kann, wie es sich die Designer vorgestellt haben. Christopher wollte für den weißen Bionicle unbedingt einen farbigen Verlauf in den Schwingen. Wolf Rüdiger und seine Crew haben es hingekriegt, auch wenn ohne diesen Film niemand offiziell einen Unterschied bemerkt hätte. Der Konsument sieht ja normalerweise nie die Prototypen im Vergleich zu den endgültigen Figuren. Also wenn man das erste Mal die fertigen Produkte sieht, ist das ein tolles Erlebnis. So wie ihr, als ihr unsere Prototypen zum ersten Mal gesehen habt. Der letzte Schritt, 4 Wochen vor der Auslieferung. Die Elemente der Figuren kommen maschinell in ihre Verpackungseinheiten. Am Ende landen die Teile für jede einzelne Figur in einer Plastikdose. Doch in diesem Moment sind die Designer unserer Zeit schon wieder mehr als 1 Jahr voraus.